Na, hast du viel zu sagen, wa? Ich bin mir halt noch nicht sicher, was ich halt erzähle, so, weil es für mich halt auch, ich bin die ganze Zeit am Gucken und... Ja, im Notfall einfach sinnlos anschreien, ne, wenn gar nichts geht. Ne? Ey, Schüler, oder was? So, aber hier gleich, musst du gleich darauf hinweisen, dass es hier mehrspurig nach links geht, was wir ja auch wollen, ne? Ja. Und dann zeigst du ihm gleich, wie er sich einordnen muss, nämlich erst hier in den rechten rein. Mhm. Ne? Genau, der Schüler kriegt auch was mit hier, das ist schon mal gut. Genau, außerdem hat er ja auch A1, ne? Ja, danke für gar nichts. Ja, und dann den Blinker setzen, genau. So, ja Leute, so sieht eine Fahrlehrerin aus, wenn sie das erste Mal auf der rechten Seite sitzt. Also Fahrlehrer-Anwärterin, ne? Ist heute ihre Jungfernfahrt quasi, ne? Seine nicht. In your face, bam! Oh. Ja, wenigstens guckt sie mit, ne? So, dann lass ich mal rückwärts, rechts, längs zur Fahrtrichtung einparken. Mhm. Ganz ruhig hier. Ja, dann halten wir einmal neben dem silbernen Audi an. Genau, sind wir gleich wieder weg. Und kannst du das einmal vorbereiten. Genau, Anzeigen immer ganz wichtig, hast du ja schon an. Und dann eine Lenkradumdrehung. Mhm. Und dann siehst du hier die Linien. Die zeigen dann schön darauf. Kurz bevor die grüne Linie auf dem Bordstein ist, lenkst du wieder rum, also schlägst du so ein, dass das Auto sich so reinzieht. Schlagen kannst du sagen. Bevor wir rückwärts fahren, ne? Einmal nochmal Stopp. So. Nochmal umdrehen und nach hier umdrehen. Und in den Rückspiegel gucken, ob da vielleicht eine kleine Johanna Sophie steht. Mhm. Johanna Sophie. Johanna Sophie haben wir sie mal in der Johanna Sophie haben wir sie mal in der Schule genannt. So, aber schlagen kannst du Sahne, ne? Also man dreht so ein Lenkrad, ne? Und auch immer darauf hinweisen, nur zur Hilfe die Kamera nutzen, ne? Ja. Also der Blick muss auch immer nach hinten gehen, Spiegel, also dass man wirklich genau alle drei Medien nutzt da, ne? Mhm. So, dass du im 45-Grad-Winkel zum Bordstein stehst und dann fängst du an, in die andere Richtung zu lenken und guckst, ob er dann da rankommt. Sieht schon mal gut aus. Siehst ja die hinterste Linie da. Wenn du einmal kontrollierst, ist sie hier am Bordstein.